Nein, natürlich habe ich ihr einen Witz erzählt und ich komme zur Pointe und sie verzieht keine Miene. Sie lacht nicht. Ich dachte, okay, hat sie nicht verstanden. Ich fange nochmal an. Sie unterbricht mich sofort und sagt, wow, ich wusste nicht, dass Witze lustiger werden, wenn man sie erklärt. Ja, aber sie hatte recht, der Witz war schlecht, das Timing war voll daneben und meine Tochter kann mir jederzeit Feedback geben. Deswegen, ich als verständnisvoller Vater, beug mich zu ihr runter und sagt, wenn du weiter so unfreundlich bist, gibt's heute Abend kein Eis. Und sie verzieht wieder keine Miene und sagt zu mir, boah, dann halt nicht. Ich habe die schlechteren Argumente und auch null Autorität. Und ich war total perplex. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Von daher bin ich sauer auf mein Zimmer gerannt, habe die Tür geknallt. Kurze Zeit später klopft es an der Tür, meine Tochter kommt rein, lehnt im Türrahmen und sagt, weißt du, Papa, ich bin nicht sauer auf dich, aber ich bin enttäuscht. Jetzt habe ich eine Woche Handyverbot. Wie unfair ist das bitte, ey? Keiner meiner Freunde hat Handyverbot.